Moritz Geisreiter, Langstreckenspezialist aus Inzell. Bei der Weltmeisterschaft 2012 wurde er Vierter über die 1000 Meter. In Sotschi feiert der 26-Jährige sein Olympiadebüt. Die Olympischen Spiele sind einfach ein gewisses Mysterium. Sie finden nur alle 4 Jahre statt. Und wohl vor allem aufgrund dessen sind die Sieger und die erfolgreichen Läufer aus diesen Wettkämpfen einfach die, die am deutlichsten in Erinnerung bleiben. In Erinnerung bleiben würde Moritz Geisreiter gerne. Im Rennen um eine Medaille ist der 7-malige deutsche Meister aber nur Außenseiter. Zu stark erscheint vor allem die Konkurrenz aus den Niederlanden.